Danke. Ja, schönen guten Abend von meiner Seite auch. Mein Name ist Manuel Borg, bin von Yetta Solutions und ich möchte Ihnen heute Abend unsere Modeling-IDE vorstellen, UML Lab, die tut zum Programmieren und Modellieren. Zunächst zu unserer Firma Yetta Solutions. Wir sind ein Software- und Beratungshaus. Standort ist Kassel, zweiter Standort jetzt in Wald ist Frankfurt. Wir sind auf Ralfs Liste eine der wenigen Firmen dann wohl noch, die sich rein mit Software beschäftigen. Das heißt, wir machen einerseits Softwareprojekte, in denen wir teilweise irgendwelche Rollen in Projekten übernehmen oder halt die in Inhouse-Projekten umsetzen. Und andererseits bieten wir Software-Tools, die halt in Entwicklungsprozessen helfen sollen. Und die beiden Geschäfte, die befruchten sich halt gegenseitig. Wir sind eine Ausgründung aus dem universitären Forschungsprojekt und jetzt im vierten Geschäftsjahr. Und ich fange einfach mal an mit der Demo, dann kann man sich einfach vorstellen, was ich erzählen möchte. Also, UML Lab ist eine Entwicklungsumgebung basierend auf Eclipse, das heißt, es ist zunächst ein Eclipse RCP. Ich kann mir das als RCP runterladen oder auch als Plugin in meine bestehende Java-Entwicklungsumgebung oder PHP-Entwicklungsumgebung oder was auch immer ich mit Eclipse mache. Das ist so quasi so deine Welcome-Screen, der einen begrüßt. Und ich habe hier einen ganz normalen Workspace-Setup mit Java-Code. Und worum es bei UML Lab geht, was so ein Haupt-Use-Case halt auch ist, ist, dass wir Entwickler halt sehr selten mit Projekten auf der grünen Wiese beginnen. Sondern es ist halt sehr häufig so, dass man in Bestandsprojekte reinkommt, wo es viel Source-Code gibt, wo man irgendwelche Bugs fixen soll, wo man irgendwelche Erweiterungen machen soll. Und wenn wir als Entwickler dann mit solchen Projekten konfrontiert werden, dann müssen wir erstmal diesen Source Code lesen und verstehen, was da passiert. Das heißt, ich habe hier so ein kleines Beispielprojekt. Einfach mal diese Klasse aufmachen. Und was Eclipse ja tut, also Eclipse hilft uns natürlich ein bisschen. Wir haben so von den Editors irgendwie Syntax-Highlighting, eine Outline-View. Wir können, wenn wir das hier lesen, können wir lang navigieren, das heißt, wir können so von den Typen zueinander springen, können Call Hierarchies angucken und so weiter. Wenn wir das hier lesen, dann merken wir uns als Mensch jetzt nicht alle Details. Also zum Beispiel sind jetzt hier oben drüber so vier JPA bzw. Hibernate-Annotationen. Vielleicht mal so eine Frage, wer von Ihnen beschäftigt sich mit Hibernate, so Webprojekt ist das? Bei Ihnen bekannt. Okay. Hat beschäftigt uns vielleicht. Bitte? Hat beschäftigt. Ja, also es geht halt einfach so um Datenbankpersistenz. Das heißt, so dieses Datenmodell hier, das kann halt persistiert werden mit einer Datenbank. Und diese ganzen Details jetzt da oben, welche Annotationen da im Detail dran sind, aber auch, keine Ahnung, welche Getter und Setter jetzt da sind und ob jetzt hier Equals implementiert ist oder so. Diese ganzen Details, die merken wir uns nicht. Sondern wir merken uns so die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Klassen. Und da müssen wir natürlich viel Source Code lesen, wenn wir das als Übersicht so haben wollen. Und da hilft natürlich ein Tool, da hilft Reverse Engineering. Das heißt, was wir mit UML Lab jetzt machen können ein Modell erzeugen durch Reverse Engineering, was exakt diesen Code, den wir jetzt hier haben, auch wieder rausgenerieren würde. Legt jetzt zum nächsten Modell an. Und eine Klassendiagrammsicht, in der ich mir jetzt zusammenstellen kann, was ich halt zunächst mir angucken möchte. Könnt mir natürlich auch einfach alle Klassen anzeigen. Ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie das ja so, diese Klassendiagramm-Tapete, die man vielleicht hin und wieder mal sieht. Aber jetzt so hier im Tool ist das eigentlich viel sinnvoller, wenn ich das nach Use Case gruppiere. Zum Beispiel fange ich jetzt mal mit dieser Klasse Customer hier an und habe jetzt zunächst einfach nur so das Kästchen mit den Attributen da drin. Also eine Klassendiagrammsicht. Ich kann mir benachbarte Klassen in das Diagramm reinholen, zum Beispiel indem ich hier diese Navigationsknöpfe verwende, Oberklassen und assoziierte Klassen und kann mir auf die Weise eine Sicht auf das Modell zusammenstellen, die ich halt nach Use Case jeweils kopieren kann. Wenn ich das habe, dann ist es trotzdem noch wichtig, dass ich jetzt auch noch eine enge Verbindung an den Code habe, um mir halt das nochmal genauer anzugucken.
Also ich kann von jeder Stelle, zum Beispiel jetzt von hier, kann ich direkt in den Source Code springen, der zu dem Element gehört. Das heißt, so dieses Feld hier beispielsweise gehört zu dem Property auf UML-Seite. Und was beim Thema Modellierung sehr wichtig ist, ist, dass so ein Modell nicht einfach nur eine andere Sicht auf den Source Code ist. Also ich nehme jetzt nicht etwa einfach so zum Beispiel die Outline, die mir jetzt hier der Java-Editor schon gibt, und packe die einfach in ein Klassendiagramm, also mal ein Kästchen und mache die einzelnen Einträge und nenne das Ganze dann ein Modell. Das macht nicht so viel Sinn, sondern bei Modellierung geht es halt vor allen Dingen um Abstraktion. Das heißt, um Reduktion von diesen Informationen, die ich im Source Code habe, dass ich die Implementierungsdetails ausblende und entsprechende abstrakte Sicht auf das Modell habe. Und deswegen gehören zum Beispiel zu diesem Feld hier andere Elemente im Source Code, die dazugefasst wurden. Also hier dieser Getter zum Beispiel, aber auch so in dem Fall so eine Vorkommnis in Hashcode oder im Setter, in Equals oder hier in ToString. Und all diese Elemente sind zusammengefasst worden zu diesem einen Attribut im Modell. Wozu ich das jetzt noch nutzen kann, ist, ich kann das auch nutzen, um einfach weiterzuarbeiten. Also, ich kann Sachen im Modell hinzufügen zum Beispiel. Also zum Beispiel neues Attribut, TextNumber, vielleicht eine Methode. Ja, es gibt halt viele Sachen, die sind so auf Modellseite einfach schneller zu machen, gehen gut von der Hand, und in dem Moment, wenn ich speichere, kann mir das Tool dann neuen Code generieren. Schauen wir uns das mal an. Hat er jetzt hier oben reingeschrieben. Gut, Whitespaces passen mir nicht so gut. Bitte printe ich das nochmal und fertig. Ich kann aber auch im Source Code weitermachen. Das ist so die Philosophie halt auch des Tools, so von dem Roundtrip Engineering, dass es nämlich viele Sachen gibt, die gehen sehr schnell im Modell. Es gibt aber auch viele Sachen, die gehen halt sehr schnell im Source Code. Und der Trick ist dann quasi, die Sachen halt so zu kombinieren, wie es halt am effizientesten ist. Also ich kann jetzt hier so zum Beispiel ganz normal weiterprogrammieren, was weiß ich, Getter hier. Was sehr schnell im Source Code geht, sind Refactorings, die IDE unterstützt, also Eclipse hat da ja einiges zu bieten, also könnte zum Beispiel hier einfach mal das umbenennen, baut mir Eclipse automatisch um, und man sieht es, also in dem Moment, wenn gespeichert wird, wird halt das Klassendiagramm, also das Modell wieder angepasst und damit auch die Klassendiagrammsicht. Hätte das natürlich jetzt auch im Modell machen können, ich zeige das vielleicht einfach mal, wenn ich das rückgängig mache. Was ich da so als ganz cooles Feature eigentlich finde, ist, dass man nicht einfach generieren muss, sondern dass man auch so die Kontrolle über den Code hat. Das heißt, man kann sich anschauen, was das Tool jetzt generieren würde, wenn ich generiert hätte. Und ja gut, okay, wir sehen halt, er macht wieder diesen Text, no, macht den TextNumber zurück und auch hier so diese Occurrence, bin ich einverstanden. Okay. Ich kann aber nach wie vor alles weiterhin im Code machen. Zum Beispiel auch jetzt einfaches, also wenn ich lieber meine Attribute hier im Source Code anlege, dann kann ich das halt tun. Da hält mich keiner auf. Und was wir halt machen, um diesen Abgleich zwischen Source Code und Modell herzustellen, ist, dass wir jetzt nicht etwa, wie ich schon gesagt habe, diese Outline-View zum Beispiel verwenden. Also wir verwenden keinen Parser, der die Java-Sprache versteht, sondern wir verwenden so Templates, die man üblicherweise für die Code-Generierung verwendet. Jetzt zeige ich mal ein Beispiel dafür. Hat ja eben schon in der anderen Klasse gezeigt, es gibt hier so Hashcode, Equals, ToString. Und der Code hier, der kommt aus so einem Kundenprojekt, wo wir halt Support für JPA speziell gemacht haben. Und da hatte halt jede Klasse nach Schema F Hashcode und Equals implementiert. Das heißt, hier ist einfach dieser Hashcode-Builder von Apache Commons, der verwendet wird, und dann gibt es eine Superklasse, also dann Super und dann die Attribute und fertig. Und nach diesem Schema F sind hier eben alle Klassen, alle Entitätsklassen implementiert, und jetzt so aus Sicht von modellbasierter Entwicklung schreit das eigentlich nach Templates, ne? Das heißt nach Code-Generierung. Wenn ich sowas habe, dann möchte ich, wenn ich neue Elemente anlege, das gleich geschenkt bekommen. Das möchte ich nicht alles noch manuell reintippern. Und dann haben wir ein Template dafür geschrieben, was solchen Code generieren kann. Und durch unseren Mechanismus ist es halt auch so, dass diese Elemente dann automatisch,
beim Reverse Engineering erkannt werden und deswegen fehlen sie hier drüben. Jetzt kann ich das auch noch nutzen, um das zu validieren. Das möchte ich mal zeigen, weil vielleicht ist das noch nicht so ganz klar, wenn ich jetzt sage, ich verwende Templates für Reverse Engineering, so diese Textschablonen, ich kann vielleicht auch mal eins zeigen, dann stellt man sich vielleicht die Frage, ja gut, was ist, wenn kein Template passt? Und deswegen haben wir halt Templates, die sehr allgemein sind, die also die komplette Java-Sprache zum Beispiel verstehen, oder für andere Programmiersprachen haben wir das auch, zum Beispiel für PHP. Und dann darauf aufbauend halt Templates, die größere Codeblöcke generieren können und dann im Roundtrip unterstützen. Und hier kann ich jetzt mal zeigen, was passiert, wenn zum Beispiel dieses Equals und Hashcode, wenn ich das kaputt mache. Und zwar im Sinne von, die beiden Methoden haben ja einen Vertrag auf JavaLangObject, die sagt, wenn zwei Objekte gleich sind, also wenn sie Equals sind, dann müssen sie auch denselben Hashcode haben. Wenn dieser Contract verletzt ist, dann fliegt mir das um die Ohren in Sets zum Beispiel. Und ich mache das mal so ganz offensichtlich kaputt, indem ich einfach hier diese ID rausschmeiße. Dann sind die Objekte gleich, wenn sie dieses Bullshit oder dieses Double-Feld halt auf gleicher Zahl haben. Aber es gibt halt viele, die vielleicht die gleiche Zahl haben und trotzdem eine andere ID. Und dann dürfen die ja nicht denselben Hashcode haben. Also habe ich das jetzt so kaputt gemacht. Und das passt jetzt zwar jeweils einzeln auf diese Templates für Equals und Hashcode, aber es passt halt nicht in der Kombination, weil unterschiedliche Attribute hier drin verwendet werden. Und dann schlägt einfach so dieser allgemeine Mechanismus zu, der es einfach als Methode hier reinmacht. Und jetzt kann ich dann darauf aufbauen, weitere Dinge machen. Zur Validierung verwendet man bei UML die Object Constraint Language, OCL. Und da kann ich jetzt mit OCL ausdrucken, zum Beispiel Tests spezifizieren, die auf bestimmte Eigenschaften prüfen. Und wenn die in dem Modell verletzt sind, dann kann ich hier Warning Marker dran machen und ich kann Fehlerreports ausgeben und so weiter. Und hier ist einfach so der Test, wenn das so eine Datenbank-persistente Klasse ist, dann markiere halt Hashcode-Methoden und Equals-Methoden mit einem Warning-Marker, wenn sie im Modell existieren. So ein einfaches Beispiel, was ich da machen kann. Genauso gut könnte ich das machen, wenn ich jetzt wie hier so ein Attribut habe, was nur aus einer Deklaration besteht. Wenn ich nur möchte, dass es immer Getter und Setter gibt, dann sage ich halt, das muss mein Code-Stil sein, das ist meine Konvention, es muss mit meinen Templates funktionieren. Wenn ich das jetzt wieder ganz mache, wird das entsprechend wieder aktualisiert. Und der Fehlermarker ist weg. Ich möchte, bevor ich nochmal so ein Template zeige, noch ein bisschen nochmal zur Modellierung zeigen. So typischerweise macht man ja das hier im Eclipse-Kontext mit so Paletten, um neue Elemente anzulegen. Da war es uns wichtig, dass das ein bisschen schneller und einfacher von der Hand geht. Gerade wo so Touch-Oberflächen ja immer mehr im Kommen sind. Und deswegen kann man neue Elemente zum Beispiel anlegen, indem man einfach so ein Kästchen aufzieht, dann getippt, Klasse Manager und irgendwelche Attribute vergeben, also kommt ein Gehalt und der arbeitet und so weiter und so fort. Und wofür sich ja Klassendiagramme zum Beispiel gut anbieten ist, sind Beziehungen zu anderen Klassen. Zum Beispiel, dass der Manager eben eine Person ist oder dass er sich um seine Kunden kümmert. Das sind die Key Accounts. So, jetzt kann ich halt weiter modellieren, solange wie ich meine, dass es jetzt auf dieser Abstraktionsebene arbeiten möchte. Und wenn ich das gemacht habe, speichere ich, er generiert mir Code und ich bekomme gleich so ein Grobgerüst mit meinem Code-Stil, wo ich weiterarbeiten kann. Jetzt sieht man hier, das ist jetzt nicht das, was ich hier habe, also nochmal so im Vergleich, so diese Entity-Annotation, das ist jetzt also nicht so Datenbank-persistenter Code. Wenn ich das haben möchte, kann ich das auf Elementebene spezifizieren, zum Beispiel eben für JPL, indem ich sage, gut, jetzt verwende hierfür diesen JPL-Code. Und zeigen wir mal, was er dann machen würde. Denn da geht dann eben diese Entity-Annotation dran oder die Many-to-Many-Annotation. Ich kann auf die Weise mit eigenen Templates komplett so meine Programmiervorgaben, was irgendwie Anbindungen an eigene Frameworks, irgendwelche
wie gesagt, Eigenschaften, die der Source Code erfüllen muss, kann ich in solchen Templates und im eigenen Code-Stil implementieren und dann so beim Generieren und beim Reverse Engineering automatisch nutzen lassen. Zeige ich mal so ein Template. Ich kann nämlich von jeder Stelle aus dem Modell kann ich einfach auf die Elemente springen, mit denen die generiert werden. Wir hatten ja eben schon bei dem Talk gesehen, dass da Xpand verwendet wird. Also wir verwenden auch Xpand für Code-Generierung und Reverse-Engineering. Das ist jetzt das Template, was eine Java-Methode generiert. Man sieht so ein bisschen, dass da irgendwie ein Kommentar generiert wird und dann Sichtbarkeit, vielleicht ist die Methode Abstract, vielleicht Native, Synchronized. Also unsere Templates sind da sehr flexibel, weil sie eben die komplette Java-Sprache dann auch abdecken müssen. Wenn man eigene Templates schreibt, kann man da wesentlich restriktiver sein. Und gut, dann irgendwie Semikolon, wenn die Klasse ein Interface ist oder wenn es Abstract ist. Ansonsten geschweifte Klammern und so eine Default-Implementierung oder halt der Methodenrumpf. Also ganz genau das, was ich hier dann jetzt auch generiert bekommen habe. Und auf die Weise funktioniert jetzt dann der Abgleich zwischen dem Source Code und dem Modell. Das heißt, er schaut sich an, wie das Template aussieht im Vergleich zu dem Source Code, den er einliest. Und wenn das Template darauf passt, dann kann er daraus Rückschlüsse ziehen, wie das Modell ausgesehen haben muss. Und dann kommen wir wieder zu dem Modell. Und so funktioniert das ganze Roundtrip-Engineering über die Templates. Ich wollte noch zwei, drei Worte sagen. Thema Abstraktion habe ich ja schon eben angeschnitten. Also Abstraktion ist halt das Wichtige, wenn man von Modellierung spricht. Und wir Menschen machen das halt automatisch im Kopf, indem wir uns von den Details her quasi lösen und uns so die Zusammenhänge einfach merken. Und wenn das ein Tool machen soll, beim Reverse Engineering, dann ist das schwierig, sag ich mal so salopp. Also es gibt da verschiedene Ansätze. Ich kann das genau programmieren, wenn der Code so und so aussieht, dann bekomme ich halt entsprechend das Modell. Das ist natürlich problematisch, wenn ich nämlich anderen Code habe, weil ich zum Beispiel den Code-Generator angepasst habe, weil ich eigene Konventionen habe oder so, wenn ich eigenen Source-Code habe. Was dagegen hilft, ist sowas wie Fuzzy Logic, also wo man mit Wahrscheinlichkeitsregeln rangeht und Design-Pattern versucht zu erkennen auf Source-Code-Ebene. Das funktioniert auch ganz gut, aber da ist das Problem, dass ich ein Modell rausbekomme, das ich nicht für Roundtrip-Engineering nutzen kann, weil wenn ich da generiere, dann bekomme ich halt einfach ganz anderen Source-Code, als den ich eingelesen habe. Und die andere Möglichkeit, das ist halt der Weg, den wir gehen, das ist dieser Template-basierte Ansatz, wo ich das Abstraktionswissen aus den Templates, wo da steht ja genau drin, wie ein Modellelement in Source-Code abgebildet werden soll, verwende für die Rückkehr. Ja, wir sind also da sehr nah am Source Code, sind da so zwischen Design und Implementierung. Kann sich das vielleicht mal ein bisschen vorstellen, wie da so ein Einsatz im Scrum-Szenario ist. Es ist nämlich so, dass man so am Anfang halt gerade sich überlegt, wie soll denn das aussehen, was wir da gerade machen, Architektur-Brainstorming oder sowas. Oder ein Datenmodell, dass man sich überlegt, okay, welche Klassen brauche ich, welche Eigenschaften müssen die haben. Das sind halt so Sachen, die macht man vielleicht am Anfang von so einem Sprint vor allen Dingen, während man dann während der Tage ganz normal weiterarbeitet, manche halt mit sowas wie unserem Tool, manche ohne. Und am Ende bekomme ich dann aber ein Ergebnis, was ich wieder im Modell aktualisieren kann und habe wieder Input für die nächste Iteration, für den nächsten Sprint. Und darauf aufbauen kann man dann viele Sachen machen. Was wir da auch machen, ist so Vergleich, also wo ich verschiedene Versionen von einem Modell miteinander vergleichen kann. Das kennen Sie ja wahrscheinlich so, wenn ich das normalerweise mache, dann vergleiche ich da irgendwelche XML-Dateien. Das ist natürlich schwer lesbar. Maximilian wird da noch ein bisschen was zu erzählen, wie ihr das da löst. Was wir hier machen, ist, dass wir einfach das Delta auf der Diagrammsicht anzeigen und ich dann so ähnlich wie bei SVN auch die Möglichkeit habe, Unterschiede zunächst zu highlighten und dann einzeln auch irgendwie anzunehmen oder abzulehnen. Also das ist jetzt hier das, was verändert worden, hier diese Assoziationen sind hinzugefügt worden, es wurde gelöscht oder hier wurden Eigenschaften, das wurde verschoben. Und da kann ich halt so jeden einzelnen Change quasi einzeln annehmen oder abnehmen.
um halt Modelle miteinander zu mergen. Ja, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Wenn Sie noch Fragen haben, würde ich mich natürlich freuen, wenn ich da noch was beantworten kann. Ansonsten können Sie gerne unser Tool einfach mal ausprobieren. Eine 30-Tage Testversion können Sie einfach mal runterladen und sich mal anschauen. Und ansonsten sind wir gerade auf der Suche nach Leuten. Dankeschön. Geht noch einer oder wer braucht eine Pause? Hand hoch. Der wird anstrengend, der nächste Talk. Dann, ja. Wie ist es so mit Sachen, die injected sind, so mit Google Juice, solche Modelle? Ja, also dieser template-basierte Mechanismus, der ist in der Lage, halt alles, was im Text da ist, einzulesen und zu verstehen. Das heißt, dass das jetzt hier Java ist, das ist quasi nur Zufall. Also Hauptsache ist es Text. Und wenn ich jetzt so Google Juice Annotationen habe, so ist das nichts anderes als jetzt hier eine zu 1 Assoziation zum Beispiel. Ne? Okay. Also das heißt, kann ich ein Template für machen. Liefern wir jetzt aber in dem Fall konkret nicht mit, weil das halt so einfach ist. Hab ich nicht so viel gewonnen durch das Roundtrip Engineering. Und wird auch ohne die Assoziation, also ohne die Annotation schon als Assoziation erkannt von den normalen Templates einfach. Diese Rückwärtsrichtung von den Templates, habt ihr die selber gebaut oder ist das schon so vorgesehen? Nee, die haben wir selber gebaut. Mhm. Also wir konnten Xpanda weitestgehend as is verwenden. Der erste Mechanismus, die erste Version davon basierte sogar noch auf Velocity. Code-Generator-Sprache ist quasi austauschbar. Stimmt nicht ganz. Ne? Jede Code-Generator-Sprache hat ihre eigene Semantik, die muss man mit unterstützen, mit berücksichtigen zumindest. Aber ansonsten ist das Rand von uns. Es ist ja meistens so, dass so ein Template ja noch irgendwie an meine eigenen Ansprüche dann angepasst werden muss. Ja. Wie funktioniert das? Wir haben Wizards dabei, Tutorials und so weiter dafür dann auch, wie ich halt einfach eigene so Code-Stil-Projekte anlegen kann. Und dann mache ich das so, dass ich nicht etwa einen kompletten Satz an Templates neu machen muss, sondern einfach nur den Schnipsel, den ich anders haben will. Also ein Beispiel, ich möchte in allen Klassen, möchte ich auf meine Art und Weise, möchte ich da irgendwie einen Logger drin haben und wie hier halt Hashcode und Equals zum Beispiel oder so. Dann mache ich mir einfach einen neuen Code-Stil und überschreibe das Template, was dafür zuständig ist, weitere Fragmente in den Klassenrumpf zu generieren. Fertig. Ich habe die volle Freiheit, im Endeffekt meine eigenen Xpanda-Skripte dazu einzuschreiben. Ja, genau. Die Bedienungsanleitung ist so gehalten, dass du nach einer gewissen Zeit sicher bei dem Service einkommst. Wie ist so der Erfahrungswert, der initiale Aufwand, um das in ein beliebiges Projekt da anzuwenden? Also fürs, wenn ich jetzt einfach Source Code habe, dann kann ich den einfach so einlesen, für Java zum Beispiel. Ja. Dann kommt es darauf an, wenn der Source Code einigermaßen einheitlich ist. Dann das 5 Jahre altes Projekt zum Beispiel. Ja, also so eine typische Vorgabe zum Beispiel ist, also jetzt ein aktuelles Projekt von uns, da ist einfach der Task, genau diese Hashcode-Equals-Methoden einheitlich zu machen. Die sind nicht einheitlich, die sind teilweise nicht vorhanden, es sind irgendwie 100 Klassen oder so. Und es ist halt wirklich sehr simpel, ein eigenes Template zu schreiben, was das halt so macht, wie man das halt haben möchte. Es gibt da ja unterschiedlichste Wünsche, wie das sein muss und Anforderungen, je nach Framework dann auch. Und dann schreibt man halt das Template entsprechend, liest es einmal ein, stellt den Code-Stil um und schreibt es anders raus. Also so Thema Migration ist dann natürlich auch groß, um dann halt entsprechend so eine Codebasis, die gewachsen ist, wo viele Leute verschiedenartig implementiert haben, dann auch zu vereinheitlichen. Seid ihr Open Source? Kann man da irgendwie reinspähen oder ist das alles geschlossen? Also UMLab ist Closed Source. Das sind die Teile, wo wir uns in Xpand zum Beispiel beteiligen oder eine MyLib-Integration haben hier. Wir sind ja, also auch jetzt hier das Metamodell, das UML-Metamodell, was wir verwenden, das ist ja alles Open Source. Und da beteiligen wir uns halt an den Projekten. Aber so das Reverse Engineering ist halt unsere IP. Habt ihr das auch mal auf einem ganz großen Projekt ausprobiert, mit mehreren tausend Klassen? Wie ist da die Performance? Ja, also fällt mir bei Eclipse, was die dran ja ein bisschen runtergeht. Also wir haben da nächtliche Tests genauso zu dem Thema. Ich hab nichts mehr. Beim Developer ist noch schlimmer. Also
Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Also die limitierende Größe ist das Modell, weil das Modell ist im Arbeitsspeicher. Da verwenden wir zur Persistenz halt den normalen Mechanismus, noch nicht sowas wie CDO zum Beispiel oder INF-Store. deswegen, das ist die limitierende Größe jetzt fürs Reverse Engineering. Da wird das immer inkrementell gemacht, einfach in 100er Packs und das passt auch in 2 GB Arbeitsspeicher, ist das überhaupt kein Thema. Und Größenordnung, so ein Projekt mit 1 Million Lines of Code, das initiale Reverse Engineering, kommt so ein bisschen auf den Code an, dauert zwischen 15 und 30 Minuten. Ja, aber wenn ich das jetzt am Arbeitsplatz einsetze, dann habe ich ja niemals irgendwie alle 2000 Klassen geändert, sondern halt immer nur so das Delta, was halt durch SVN einkommt oder so. Ich hatte halt mal mit der Rational Software Suite gearbeitet von IBM. Mhm. Achso, jetzt verstehe ich das mit dem langsam. Und das war jetzt nicht wirklich so der Booster. Ja, ja. Ja klar, also hatten wir es auch eben gesehen, Code generieren, das dauert eine gewisse Zeit. Da haben wir ein bisschen was bei uns verbessern können, dadurch, dass wir Möglichkeiten haben, noch mehr zu cachen, sag ich mal, und konnten aus dem Generator noch einiges rausholen. Wie geht man eigentlich vor? Es entstehen ja EMF-Modelle und auch Quellcode, wie immer auch. Ja. Checkt man beides ein oder wie geht man da vor am besten? Das kann man machen, also wenn man beides eincheckt, dann ist halt dieser Diff- und Merge-Mechanismus das Spannende. Den wir allerdings noch nicht mit ausliefern, der ist noch nicht mit dem Produkt drin, das ist momentan noch so ein baumbasierter, der normale Mechanismus. Ansonsten ist ja die einfachste Variante über den Source Code wirklich. Das heißt, ich checke einfach den Source Code an, beim Kollegen wird es reverse engineered. Ich kann aber auch, weil also Build-Server-Integration war auch heiß gefragt, das haben wir jetzt für einen großen Kunden gemacht, und da kann ich dann wirklich auch das Modell so einchecken, dass alle Informationen dabei sind, sodass ich halt den Source Code auch komplett generieren kann. Inklusive, man hat es ja gesehen, jetzt hier wie das hier eingerückt ist, die White Space, das ist komplett egal. Das muss sich aber der Mechanismus merken. Das ist halt keine Information, die wir jetzt ans UML-Modell schreiben, sondern die legen wir halt parallel. Und dann muss ich sowas halt zum Beispiel auch einchecken, wenn ich das dann mit generieren möchte. Aber das Leichteste ist über den Source Code. Und natürlich die Templates mitteilen, wenn man eigene Templates hat. Das ist ja jetzt alles sehr strukturbasiert. Ja. Gibt es da auch Ansätze Richtung Verhalten? Also, ich meine, ich kenne halt von Java, von meiner Bachelorarbeit her. Ja. Da haben wir damit gearbeitet in Bayreuth und da war ja auch, gab es ja diese Aktivitäts-, nee, Story-Diagramme oder so hieß die. Mhm. Da war ja das Ziel, irgendwo auch das Verhalten zu modellieren. Ja. Ja. Also in meiner Masterarbeit hatten wir damals Support für die Story-Diagramme in Fujaba. Mhm. Aber also in UML Lab, also ein paar Verhaltensmodell, Modellierungsdiagrammarten werden wir noch mit aufnehmen. Aber also das nächste werden wahrscheinlich Komponentendiagramme sein. Objektdiagramme haben wir intern. Müssen wir sehen, dass wir da entweder dann Aktivitätsdiagramme angehen oder Sequenzdiagramme. Kommt dann auch drauf an, wie einfach so.